Für diese drei Sternzeichen wird der Juni 2023 am schlimmsten sein. Sie müssen sich die Sommerfrische hart erarbeiten. Nicht immer folgt auf den Frühling ein lauer Sommer. Dieses Jahr beispielsweise wird der Juni für einige Menschen alles andere als erfreulich werden, glaubt man den Sternen. So sehr wir uns auch auf die warmen Tage freuen, ein ungetrübtes Vergnügen werden sie nicht für jede und jeden von uns sein. Der Sommer will dieses Jahr erarbeitet werden und das bezieht sich nicht nur auf das wechselhafte Wetter. Welche drei Sternzeichen sich im Juni noch einmal warm anziehen müssen, damit sie den Hochsommer genießen können, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Steinbock. Mühsam, mühsamer, am mühsamsten. Die Steinböcke scheuen harte Arbeit und steile Gipfelsiege nicht. Sie lieben es, sich so richtig zu verausgaben und dabei zu zeigen, was sie so drauf haben. Alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu jonglieren, das ist ihre leichteste Übung. Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen, geht ihnen daher meistens fehlerleicht von der Hand. Doch der Juni meint es ernst mit seiner Drohung, den Steinböcken tatsächlich Steine in den Weg zu legen, die auch sie nicht so einfach umgehen oder überspringen können. Wie es aussieht, regiert hier Murphys Gesetz jedenfalls vorübergehend. Im Privatleben hagelt es Vorwürfe und Missverständnisse. Beruflich läuft so ziemlich alles schief, was die fleißigen Steinböcke anpacken. Ihre ansonsten so perfekt funktionierende Welt gerät in den nächsten Wochen ganz ordentlich aus den Fugen. Die Steinböcke haben mit Herausforderungen grundsätzlich kein Problem. Sie lieben es, sich den Kopf zu zerbrechen und Lösungen auszuarbeiten. Doch der Juni will es dieses Jahr anscheinend wissen. Kaum eine Verschnaufpause ist diesem Sternzeichen gegönnt. Ständig sind sie nur damit beschäftigt, Schadensbegrenzungen zu betreiben und erste Hilfe zu leisten. Ihr eiserner Wille und ihre Beständigkeit werden auf eine harte Probe gestellt. An Disziplin mangelt es ihnen nicht, doch auch ihre Kräfte sind irgendwann erschöpft. Eine gute Idee wäre es, sich Unterstützung mit in ihre Seilschaft zu holen. So mancher steile Aufstieg fällt leichter, wenn man ihn nicht im Alleingang bewältigen muss. Das Bitten um Hilfe ist nicht gerade die leichteste Übung für die souveränen Steinböcke. Doch der Juni könnte sie dieses Jahr hier eines Besseren belehren. Not macht nicht nur erfinderisch, sie lehrt uns auch Demut. Nummer 2. Wassermann, du scheiterst an deiner eigenen Erwartungshaltung. Ähnlich schwer in die Knie zu zwingen wie die Steinböcke sind die Wassermänner. Auch auf sie hat das Junitief ein Auge geworfen und leichtes Spiel wird auch diese Sternzeichen in diesem Monat keines haben. Generell darf sich der Wassermann über einen sehr hohen Aktivitätslevel und nahezu unendliche Energiereserven freuen. Seine Pläne sind stets hochfliegend und mit dem schnöden Durchschnitt oder Mindestmaß gibt er sich garantiert nicht zufrieden. Der Juni könnte diesbezüglich ein harter, aber fairer Lehrmeister sein. Was den Wassermännern nämlich zeitlebens immer wieder zum Verhängnis wird, ist ihr eigenes, überbordendes Anspruchdenken. Perfekt ist für sie noch lange nicht genug. Und eine Pause machen oder ein Schläfchen kann man immer noch, wenn man tot ist, scheint ihre Devise zu sein. Die Wassermänner sind ständig in Bewegung und sind sie es nicht physisch, dann geht es in ihren Köpfen rund. Ein Geistesblitz jagt den nächsten, eine vielversprechende Idee dockt an eine weitere an. Sie hetzen und jagen von Projekt zu Projekt und der Juni geizt diesbezüglich nicht mit Erfolgserlebnissen. Das bleibt aber auch schon die einzige gute Nachricht, über die der Wassermann sich in den nächsten Wochen freuen darf. Er wird nämlich nicht zufrieden sein mit dem, was er erreicht hat. Das Gefühl, sich nun endlich zurücklehnen und entspannen zu können, kennt dieses Tierkreiszeichen gar nicht. Es gibt höchstens ein paar kurze Momente der Freude und des Glücks. Danach geht es für ihn schon wieder weiter an den nächsten Start. Nummer 3. Fische. Die vielen Sprünge ins kalte Wasser rächen sich. Einer Baustelle der ganz anderen Art werden sich die lieben Fische im Juni widmen müssen. Bei ihnen ist es die Gesundheit, die sie im Stich lässt.
Gänzlich unverschuldet ist dieser Zustand jedoch nicht. Sie haben es sprichwörtlich krachen lassen in den letzten Wochen und diese Überanstrengung rächt sich jetzt. Einige Vertreter dieses Sternzeichens werden kleinere Verletzungen auskurieren müssen, die ihnen Missgeschicke, Pannen und kleinere Unfälle beschert haben. Wer sich ein wenig mit der Arbeitsweise des Universums auskennt, weiß, dass dieses so Menschen ausbremst, die es zu gut meinen mit ihrem Leben auf der Überholspur. Auch lästige Erkältungen und immer wiederkehrende Infekte und andere Leiden sind Zeichen von oben, dass eine Pause angezeigt wäre. Immer dann, wenn wir es übertreiben mit dem Multitasking im Beruf oder dem Tanzen auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig im Privatleben, ruft das Universum uns zur Ordnung. Wir sollten es irgendwann besser wissen, doch wenn die Frühlingsgefühle mit uns durchgehen, gibt es anscheinend kein Halten mehr. Bevor es nun sommerlich heiß zur Sache gehen darf, ist erst einmal eine Runde Abkühlung angesagt. Die Fische sind eigentlich vernünftig, was ihren Lebensstil betrifft. Ihr besonnenes Wesen hält sie im Allgemeinen davon ab, über die Stränge zu schlagen und in Untiefen abzutauchen, deren Ausmaß ihnen nicht bekannt ist. Doch das Frühlingserwachen scheint sie leichtsinnig und übermütig gemacht zu haben. Der Juni fordert diesen Tribut jetzt ein und für gar nicht wenige Fische wird daher Bettruhe statt Sommernachtstraum auf dem Programm stehen. Unser heutiges Fazit: Vor dem Sommerhoch kommt eine letzte Durststrecke. Für Steinbock, Wassermann und Fische wird der Juni kein Honiglecken werden. Diese drei Tierkreiszeichen sehen sich mit Herausforderungen aller Art konfrontiert. Auch die Gesundheit leidet und die seelische Balance könnte definitiv ein wenig mehr Fürsorge vertragen. Die frische Brise, die der Frühling eben noch zur Tür hereingeweht hat, zeigt sich nun im Juni deutlich kühler und auch ein wenig von der stürmischen Seite. Doch die Steinböcke, Wassermänner und Fische sind auch bekannt dafür, sich nicht allzu leicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Aufgeben kommt in ihrem Wortschatz nicht vor. Der Frühsommer kann gerne die harten Bandagen hervorholen. Gewinnen werden am Ende der gute Wille, die eiserne Disziplin und die wilde Entschlossenheit, die bevorstehenden Sommermonate nach allen Regeln der Kunst zu genießen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann schau auch gern, Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!